Es gibt viele Momente, an die ich mich gerne zurückerinnere. Natürlich. Aber einer war ein grosses Highlight. Das war der Weltmeistertitel. Das war zwar lang her, aber im 2005 ist das dann entstanden. Nein, es kommt mir nichts Spezielles in Sinn. Es war wirklich grundsätzlich eine lange Karriere. Es ist viel passiert, viel erlebt. Und da hat es eigentlich viele spezielle Momente gegeben. Aber es gibt nichts irgendwie speziell, wo mir jetzt in Sinn kommt. Ja, ich werde weiterhin im Paddock tätig sein. Also, das heisst, die Leidenschaft für den Rennsport wird bleiben, auch nach meiner aktiven Zeit. Das wird nicht einfach so verschwinden. Und ich werde im Moto3-Team arbeiten, als Sportchef, Sportmanager. Und dann werde ich die Aufgabe übernehmen, um mich dort eigentlich um Sportliche kümmern, mit den Fahrern zusammen. Was für mich natürlich extrem spannend ist, interessant ist, weil ich 20 Jahre lang Erfahrung gesammelt habe. Ich weiss mehr oder weniger, um was es geht. Und wenn ich das weitergeben kann, ist das, glaube ich, eine grosse Chance für mich. Eigentlich habe ich gesagt, dass wenn ich mal aufhören fahre und nicht mehr fahre, dann bin ich froh, dass ich endlich nicht mehr so viel reisen muss. Aber jetzt gehe ich in einen Job rein, wo eigentlich wieder in einer Rennwoche stattfindet. Das heisst, das Reisen wird immer noch da sein. Aber es wird eine neue Aufgabe sein, eine neue Challenge sein mit einem neuen Job. Komplett aus einer anderen Sicht. Und dort muss ich zuerst mal reingehen. Aber davor möchte ich einfach noch wie einen Schnitt machen können, ein bisschen Pause machen, vielleicht ein bisschen in die Ferien gehen, ein bisschen durchschnaufen und dann nachher in die neue Aufgabe einsteigen. Ja, im Nachwuchs geht es mir vor allem um Schweizer Motorradrennsport. Vor meiner Zeit, bevor ich im Grand Prix gefahren bin, war eigentlich 20 Jahre lang mehr oder weniger medial vor allem ein Loch gewesen. Es ist sozusagen, der Sport war gar nicht bekannt in der Schweiz. Und dann, durch den Weltmeistertitel 2005, den ich geholt habe, einen richtigen Hype gegeben und der Sport ist wieder bekannt worden und da haben wir eigentlich etwas Schönes erreicht. Und es liegt mir relativ viel daran, oder es liegt mir viel daran, dass nicht wieder jetzt nach meiner Karriere so ein langes Loch kommt. Und wegen dem möchte ich mich auch versuchen, um einen Schweizer Nachwuchs zu kümmern, probieren zu helfen, wo das es geht, aber die Situation ist nicht ganz so einfach. Hallo Tom, ich möchte dir ganz herzlich gratulieren zu deiner Wahnsinnskarriere, ihrer Sportart, wo man doch in der Schweiz oder als Schweizer nicht unbedingt bevorteilt ist. Du hast das sensationell gemacht, Jahr für Jahr immer wieder gekämpft, immer wieder durchgebissen. Du bist belohnt worden mit sehr vielen schönen Emotionen, glaube ich. Und eine Sache ist auch für mich legendär geblieben. Deine WM-Party in Lingen, wo ich live dabei sein durfte und auch ein bisschen mitfeiern. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und mach es einfach gut und genieße es noch. Tschüss. Ich glaube, es gab noch andere Tiere, die ich nicht erwähnen durfte. Andere Partys, die ich gar nicht erwähnen durfte. Ja, ich kenne den Beat schon manches Jahr. Eigentlich wirklich schon, als wir Kind waren. Wir sind zusammen sogar Skirennen gefahren schon. Das ist zwar wirklich lange her, ich kann mich kaum erinnern, aber ich bin gegen ihn auch schon Skirennen gefahren. Im Kindesalter. Aber er hat dann zumal schon irgendwie mit 2 Sekunden Vorsprung gewonnen vor dem Rest. Also es war schon klar, dass er ein Skirennfahrer ist und ich irgendwann richtig gegangen. Ciao Tom, hier ist Justin. Ich möchte dir gratulieren für deine gewaltige Karriere und auch, dass du immer bodenständig geblieben bist, ein super Typ. Ich wünsche dir alles Gute in Zukunft und wir sehen uns. Hallo Tom. Hallo Tom. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Wir sind stolz auf dich, auf alles, was du erreicht hast in deiner Karriere. Ja, mega coole Zeit war, wirklich. Mega cool war, dass wir so viel feiern und fest und Menge sein konnten. Viel erlebt, dank dir. Und für die Zukunft alles Gute. Ja. Und wir sehen uns ja. Ja. Tschüss! Ui. Servus Tom. Ich vorneweg wünsche dir auf jeden Fall eine erfolgreiche zweite Karriere, auch hier im Fahrerlager, also wir werden dich weiterhin sehen.
ja, war eine coole Zeit. Hab dich viel verfolgt, als ich noch sehr, sehr jung war und klein war. Gut, viel größer bin ich jetzt auch noch nicht. Aber war dann auf jeden Fall cool, mit dir Teamkollege zu sein in meinem allerersten Jahr in der WM. Konnte da schon viel von dir abschauen, wie professionell du damals schon gearbeitet hast. Und dann viele Jahre später waren wir wieder Teamkollegen und hatten eigentlich eine sehr erfolgreiche Saison, zumindest für mich die erste Saisonhälfte. Dass du mir damals den Sieg weggeschnappt hast in Austin, das vergesse ich dir nicht. Es war mein Wochenende, aber nein, war auf jeden Fall ein super Highlight und wir hatten sicher sehr, sehr viel Spaß auch neben der Strecke und das kann man nicht mit jedem Teamkollegen so erleben. Von dem her Dankeschön und ich wünsche dir alles Beste für die Zukunft. Es war so viel, ich kann mich fast nicht mehr erinnern, wie was. Ja, genau, das war in 2019 in Austin, in Texas. Und ich und Marcel sind dann im gleichen Team gefahren und das war ein Wahnsinnswochenende für uns. Also ich bin erst geworden, er zweit und wir haben wirklich über das Rennen beide zusammen eigentlich dominiert und haben die Gegner abgehängt und das war ein Top-Sieg für das Team. Und das war eine riesige Sache dann zumal. Also das werde ich auch nie vergessen und er auch nicht, obwohl er ist zweit geworden. Für mich war es natürlich noch etwas grösser, weil ich das Rennen gewonnen habe. Aber es war ein riesiger Moment in meiner Karriere. Ja. Das ist das erste T-Shirt, das es gegeben von dir. Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, wir konnten das im halben Dorf verkaufen. Und jetzt geht die Ära leider zu Ende. Ja, wir wünschen dir von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft und viel Freude in deinem neuen Job. Mach's gut und hab Sorge zu dir. Ja, eigentlich eine wichtige, vor allem am Anfang der Karriere. Ich meine, als Kind ist es losgegangen mit dem Dörfrennenfahren. Und das war eine riesige Unterstützung da von den Eltern und da bin ich heute noch dankbar. Es war nicht so, dass sie finanziell extrem helfen konnten oder viel machen, aber sie haben einfach einen brutalen Zeitaufwand betrieben, für mir das Hobby eigentlich zu ermöglichen. Und was aus diesem Hobby ist geworden, das ist Geschichte, das wissen wir jetzt. Und da bin ich innen. Oder innen muss ich eigentlich für das alles dankbar sein. Hey, ciao Tom. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken für die vielen tollen Rennen, die du gezeigt hast auf der ganzen Welt, die wir haben verfolgen auf der Rennstrecke, aber auch im Fernsehen daheim. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Bleib gesund, genieß dein Leben und vor allem denk daran, ohne Spaghetti läuft überhaupt nicht. Mach's gut. Ciao Tom. Ja, genau. Es ist der Vater von Noah. Er isst nur Spaghetti. Wir waren in Spanien trainieren. Und dann sind wir vier, fünf Tage sind wir dann im Trainieren. Und er hat wirklich alle Abend Spaghetti gegessen. Das kannst du einfach nicht machen. Und jetzt ist halt so ein bisschen, ja, wenn ich Spaghetti habe, dann schicke ich ihm ein Bild. Wenn er Spaghetti hat, dann schickt er das Bild. Raus, Tom. Mach's gut, dass sie gegen noch drei rennen. Ich hoffe, dass es gut läuft. Und was ich ganz, ganz fest hoffe, dass auch der junge Schweizer, der Noah, dort wieder weiterkommst. Das wäre natürlich sensationell. Wir sollten einfach auch einen Schweizer haben im GP-Sport. Alles Gute für die Zukunft. Ich kann mich erinnern an Valencia 05. Es ist lang gegangen und es war geil. Yeah!
Ja, das sind wirklich halt, Freunde von mir. Und ja, die haben ja immer Begeisterung für den Sport. Und sind auch eben viel Rennen gekommen und zum Teil ja, wirklich auch mitgereist, dabei gewesen. Da haben wir auch viel Spass zusammen gehabt und das werden wir auch in Zukunft noch haben, wenn wir Zeit zusammen verbringen. Aber es ist schon immer, ist mir immer wichtig gewesen, dass ich, oder zu wissen, dass die Unterstützung da ist, dass Leute dabei sind, dass ich wie eine Stärke hatte, an diesen Rennstrecken. Und das ist schon sehr, sehr cool gewesen. Hi Tom, big announcement this year, finishing the career in the World Championship, and for me I've been pretty proud to race with you because you have been world champion in 2005. I remember pretty well all the performances you did in that time, and then all the years you fight for the title in Moto2. Then I came there, I took you as an example, I could beat you and I was proud of it. And really, you are just a nice guy with good education, and that's something we appreciate a lot. So good luck for all the rest. I think there are still many good things to come, even after a race career. And really proud that I race with you. Bye. Ciao Tom. Congratulations for your great career. Also for you was very, very long, and you have a lot of great races. So congratulations and a big ciao, a big hug. But for sure I will meet you before the end of the season, and enjoy. Mein lieber Schatz, auch ich möchte mich bedanken für die ganzen Jahre voller Emotionen, voller Leidenschaft und Power. Was du alles erreicht hast, hat nicht jeder geschafft. Und vor allem als Schweizer TÜV-Fahrer können zu behaupten, Weltmeister sein, das kann nicht jeder sagen. Du kannst so stolz sein, was du alles erreicht hast in deinem Leben. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig stolz darauf, an deiner Seite dürfen zu stehen. Ich bin dir unglaublich dankbar für das, was du uns alles gegeben hast und auch noch wirst geben. Ich liebe dich von ganzem Herzen und mach's ganz gut. Yeah, I mean, with Tom, we had a great battles, and I have a good memories with him. Also, 2019, I hate him because I was fighting against my brother and for the championship. And I was like angry to him, not angry in a good way, because of course I was supporting my brother. Then we have some good memories, we share many podiums. Also remember, I think it was Qatar 2012, where we had a moment in the last lap, first corner, and he came to pick me in the office. Was a little bit angry, sorry Tom. But yeah, I mean, good memories, good overtakes, and especially we share many podiums. Thank you. Ciao Tom, auch von meiner Seite aus danke vielmals für alles. Früher habe ich Autogrammkarten von dir geholt und heute ist der Traum für mich in Erfüllung gegangen, dass wir zusammenarbeiten können. Ich hoffe, ich kann dir eine Freude machen mit ein paar guten Resultaten in Zukunft und es wird gut. Danke vielmals. Ciao. Hey Tom, wow, 20 Jahre an der Weltspitze vom TÜV-Rennsport, das muss zuerst mal jemand schaffen. Danke vielmals für alles, was du in den letzten Jahren für den TÜV-Rennsport gemacht hast und für all die Momente, die auch ich dank dir erleben durfte. Es sind emotionale, wunderschöne und unvergessliche Momente gewesen. Und ich gratuliere dir zu allem, was du in dieser Zeit erreicht hast. Ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was noch kommt, und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit dir. Alles Gute und bis bald. Jetzt ist fertig. Wow, cool.